Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer weiteren Runde Wilson, Lords of Mayhem. Und ich habe jetzt eben ein bisschen verdickt und habe noch einen goldenen Gürtel gekauft und habe jetzt nochmal die Phantomklingen aufs Höchste gebracht. Also höher geht's offensichtlich erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob das sich vielleicht noch ändert. Ach, Emini. Aber irgendwie machen die nicht das, was sie sollen. Normalerweise sollten sie Gegner verwurzeln. Was, du lebst noch? Was? Sis, Frechheit. So. Ach ja, da hoch. Okay. Das bekommen wir hin. Tschüss. Okay. So. Tachchen. Hallo, Spinne. Ja. Ich hatte ja letzte Woche aufgenommen, da hatte ich ja davon noch erzählt, während der Aufnahme, dass ich auf jeden Fall am Sonntag mir Spider-Man anschaue. Und jeden MCU-Fan bzw. Marvel-Fan kann ich das auch echt nur empfehlen. Also ich fand den Spider-Man richtig, richtig gut. Und er bringt auch eine kleine Überraschung mit sich, am Ende speziell. Also dann, wenn ihr den schauen solltet und noch nicht gesehen hattet, einfach auf jeden Fall, wie man es eigentlich bei Marvel-Filmen immer machen sollte, bis zum Schluss sitzen bleiben. Eine goldene. Kann ich nur empfehlen. Definitiv, da ist eine Kiste. Hallo Kiste, ich komme mal zu dir. Hallo? Hallo? Warum gehst du nicht auf? Warum geht die blöde Kiste nicht auf? Wollen die mich verarschen? Hier backt aber gerade ganz gewaltig was rum. Ich komme nicht an die Kiste ran. Ist ja echt niedlich. Ich komme noch nicht ran. Ich kann ihn nicht aufmachen. Tut mir leid. Ihr seht selbst. So geht nicht. Nein, er macht die Kiste nicht auf. Warum auch immer. Ich kann es euch echt nicht sagen, warum er diese Kiste nicht aufmacht, aber dann ignoriere ich diese Kiste. Für alle, die sagen, ich hätte die Kiste nicht gesehen, ich habe sie durchaus wahrgenommen. Hallöchen, das ist schon wieder Stress. Hier. So, Ruhe im Kabuff. Bogen. So. Lalala, hallo. So. Lalalala. Sulfur smell. Soul spawn. There's a fully fledged demon down there. Das macht ja Mut auf mehr. Just for me. I should never have come here. Alone. What was I thinking? Er macht gerade eine Runde Selbstgespräche. Kommt da etwa ein Seelenfresser auf uns zu? Erreiche die nächste Ebene. Das ist mal klar, einfach formuliert. Muss man nicht großartig nachdenken. Hallöchen. So. Lalalala, warum mein Hund jetzt gerade durchdreht, weiß auch niemand. Da ist eine Kiste und irgendwas sagt, ja, hau ab. Mal sehen, ob wir die aufkriegen. Die geht zumindest mal auf. Und da ist genau nichts. Das können wir mal mitnehmen, hier den hier. Aber wirklich was damit anfangen können wir auch nicht wahrscheinlich. So, hier ist Schicht im Schacht. Dann geht es da oben hin. Also oben im Sinne von oben auf der Karte. Hallo. So, die haben wir auch mal eben kurz weggemacht hier. Ach Jungs, haut ab. So, jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, weil mein Hund hier gerade durchtritt. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Hund ist wieder ruhig. War jemand an der Tür? Oh, hier muss ich wohl rein.
Sieht so aus. Und ich weiß gar nicht, ob ich das will. Aber gut. Das, okay. Klingt nicht gut. Klingt echt nicht gut. Aber gut. What now? Oh, they warded the way down. Bastards. Only torment and oblivion await time. Ich wusste, dass es nicht gut klingt. It might not be too late to return to the warmth. Nein. The surface. Find a new life. Nein. Forget about this foolish endeavor. Something is in my head. I must break the pedestal before I lose it. Kleine Kristalle zerbrechen. Okay. Dear, welche meint er denn? What are you trying to achieve? Aha. You are too weak to succeed. Welche Kristalle meint er denn jetzt? Death will accomplish nothing. Erstmal diese. Ach, erstmal haben wir Gegner. So. Was er meint habe ist, hat sicherlich nichts mit Kakao zu tun. Könnte ich den mal nehmen. So, und jetzt müssen wir da, glaube ich, da hinten. Ist meine Vermutung. Nummer uno. So, haben wir hier noch einen auf dieser Ebene? Ah, nee, aber Bossgegner. Komm, stirb. So. Zwei. Den machen wir auch mal kaputt. Eigentlich will ich das gar nicht, weil ich genau weiß, was das Ergebnis ist. Der Typ in der Mitte kommt und dann haben wir ein Problem. Ach, Jungs. Das muss doch eigentlich nicht sein, oder? So. So. Dann müssen wir wohl auf die andere Seite. Und dann wird er in der Mitte da rauskommen. Ich will das nicht. Ich will das echt nicht. Na komm, lass das. Ja. So, jetzt hat er noch genau einen und dann wird spaßig, vermute ich mal. Dann wird es... Nein. Freundchen. Können wir das mal lassen? So. Ja, ja, ich möchte eigentlich gleich drauf drücken, ne? Nicht so richtig. Aber da werde ich wohl nicht dran vorbeikommen. Nicht wirklich. The protective dome is ruptured. And the dark whispers have stopped. Vertreibe die verdammten Kreaturen. Das versuchen wir mal. So. Mein Hund hört immer noch nicht auf zu bellen. Mann. Ach, du ahnst es nicht. Ja, ja, ist ja gut. Haut ab, Arschlöcher. Haut ab. Abhauen. Ja, ja, Arschloch. Okay. Irgendwas sagt mir, dass es alles mir nicht so gefällt. Was ist das? Hyperwürfel, bla bla. Den Silberstern nehmen wir auch mal. Was haben wir hier denn noch? Smaragdring lasse ich jetzt mal liegen. Das lasse ich auch mal alles liegen. Ja, dann müssen wir da jetzt mal runter. Sehr freundlich, sehr einladend sieht das nicht aus. Das war ja noch recht human. Ich dachte, wir hätten uns mit denen in der Mitte auch noch rumprügeln müssen.
Und wieder ein Wegpunkt, das finde ich in Ordnung. Man weiß ja nie, wann man hier wieder stirbt. Das geht ja schneller, als man denken kann. Mistvieh. So, da liegt ein Hyperwürfel, den ich auf jeden Fall mitnehme. So. Oh, Klappe, Tobi. So. Ah, Bossgegner incoming. Und von hinten auch. So. Das Hells nehmen wir natürlich gerne auf. So, Jungs, ihr dürft auch gehen. Und aufgestiegen. Den Aufstieg machen wir jetzt mal. So. Angriff. Ich erhöhe jetzt einfach mal hier alle rein. Und sage bestätigen. So, und dann machen wir hier mal. So, jetzt ist die Frage, was hatte ich gesagt? Erstmal den hier, ne? Was war das? Ja. Ach ne, die beiden. So. Und so, und bestätigen. Mehr Dampf und so. So, und jetzt kommt da vorne der rote Totenkopf. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Na, Schlechter. Oh. Autsch. Das hat Aua gemacht. Mittlerer Gesundheitstrank in jedem Fall. Streitkolben kann man sagen, gibt den auch nicht. Aber den Hyperwürfel. Wir nehmen jetzt auch noch das blaue Zeug mit, was zum Verticken. So. Okay. Lalala. Tülülü. Na, die Herren. Lass mich hier weg. Also wenn die einen erstmal einkreisen, wird es echt blöd. Ich wollte nochmal nach einem Skill gucken, der uns da irgendwo befreit. Wäre ja ganz nett. Wartet mal, gibt es da sowas? Bei den Bewegungsskills? Nee, da war es nicht. War das P? Für PST? Ja, war es. So, es gab ja so einen Bewegungsskill. Ausdauer. Ausdauerregeneration. Schaden pro fehlenden Ausdauerpunkt. Da war es nicht. Aber es gab da so ein Bewegungsteil, oder bringe ich das durcheinander? Also früher gab es das. Angriffsgeschwindigkeit könnte man auf jeden Fall auch mal einsetzen. Aber es gab doch mal irgendwas mit Ausweichen. Bin ich mir recht sicher. Gesamtwerte Ausweichchance. 100 maximal. Den sollten wir auf jeden Fall nehmen. Mit Bewegungseinschränkungen. 25% gesamter Ether-Schaden. Nee. Das gab es aber mal. 20% magischer Schild. Ja, und da oben ist Schicht im Schacht. Schade, dass man hier nicht suchen kann. Also ausweichen und sowas. Ja gut, muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Jetzt auf die Schnelle finde ich jetzt nichts und will jetzt auch nicht die gesamte Folge damit. Ach, hau ab. Ach, Jungs. Wo sollten wir hingehen, bitteschön? Arschlöcher. Na, können wir das jetzt mal lassen? So, jetzt haben wir wieder 3 Ausdauerpunkte, was ja auch nicht so schlecht ist. Brauchen wir ja zum Ausweichen. Na, machen wir mal wieder ein bisschen Wut verballert, weil wir es ja so haben. So. Was haben wir hier noch? Einmal im Kreis laufen.
Oh Mann, wieder die falsche Maustaste, ist heute nicht mein Tag. Haut ab. So. Die Phantomklingen sind ja so meine liebste Wumme. Ich mag sie ja einfach. Aber man kann auch immer... Ach, jetzt habe ich keinen. Da hatten sie auch einen schönen Blutenstatus-Effekt, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe. Wahrscheinlich durch die Erhöhung des Crits. So, machen wir mal ein bisschen Bumm. So. So, Jungs. Warum habe ich den überhaupt noch losgeschossen? Man weiß es nicht. So. Ich frage mich immer, wer für solche Geräusche fahren. Die beiden nehmen wir noch hier. So. Ihr Lieben, das soll es für diese Folge auch gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Wilson Lord of Mayhem. Und ich sage mal einen wunderschönen Tag euch noch. Tschüss.